Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, Ossis in die Behörden und am besten an deren Spitze. Ja, das könnte mir auch gefallen. Und was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, in Ihrem Antrag beschreiben, das ist auch zutreffend. Ostdeutsche sind im vereinten Deutschland in Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Bundesbehörden leider eklatant unterrepräsentiert. Sie kennen die Zahlen. 4 von 109 Abteilungsleitern im Bundesministerium sind aus Ostdeutschland und nur 4 von 190 DAX-Vorständen. Nicht einer der 25 Präsidenten der obersten Gerichte in Ostdeutschland kommt aus dem Osten und auch kein einziger Unirektor. Was für eine traurige Bilanz im 30. Jahr nach dem Mauerfall. Und an den Zahlen wird leider sehr deutlich, ostdeutsches Know-how spielt in den zentralen Schaltstellen in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle. Leider verschenken wir uns alle so wertvolle Erfahrungen, die Ostdeutsche mit einbringen können. Und das ist nicht nur bedauerlich, sondern führt zu ganz konkreten Problemen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Denn in Spitzenpositionen nicht vertreten zu sein und sich nicht vertreten zu fühlen, führt bei einigen Ostdeutschen zu Verdruss gegenüber der deutschen Einheit, zu Misstrauen bis Wut gegenüber unserem demokratisch verfassten Staat. Das untergräbt die Legitimität unseres Gemeinwesens und das müssen wir ändern. Aber ist die Quote die richtige Antwort? Daran habe ich meine Zweifel. Insbesondere, wenn ich in die Zukunft schaue. Da stelle ich mir schon die Frage, wer ist heute noch Ossi, wer ist Wessi, wer wäre die Zielgruppe für solche eine Quote? Ich freue mich derzeit, eine Studentin der Uni Erfurt als Praktikantin in Gera und Berlin zu betreuen. Geboren ist sie in Niedersachsen. Sie lebt jetzt einige Jahre als Studentin in Thüringen, geht bald nach Mexiko. Und dann kommt sie vielleicht zurück nach Thüringen oder nach Berlin, wie viele in ihrer Altersgruppe. Und dann entscheidet dann der Stadtteil, in dem sie lebt, ob sie West- oder Ostdeutsche ist oder eben doch ihr Geburtsort. Ost und West sind für sie Kategorien der Vergangenheit. Eine Ostquote würde die Vergangenheit zementieren, die Trennung in den Köpfen zwischen Ost und West. Und deshalb überzeugt mich die Ostquote eben nicht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe durchaus die Debatte dahinter. Sie ist wichtig, denn sie beschäftigt sich mit den Entwicklungen nach der Wiedervereinigung. Ich selbst bin 87 in Gera aus Thüringen geboren. Ich wuchs als Wendekind quasi mitten in der Transformationsphase auf. Für mich war es leicht, mich den Gegebenheiten anzupassen, weil ich kannte ja nichts anderes. Allerdings ging es meinen Eltern und denen meiner Freunde und Schulkameradinnen anders. Und auch das hat mich geprägt, meine Erziehung. Mit der Wende brachen so manche Biografien und auch Karrieren. Wer zum Zeitpunkt des Mauerfalls als Ostdeutscher im Berufsleben war, wird durchaus gespürt haben, Ossi zu sein und vielleicht einen Wessi vor die Nase gesetzt bekommen zu haben. Nach Kompetenz wurde damals nicht gefragt. Und diese Demütigungen wurden nicht vergessen. Diese Erfahrung von 30 Jahren Wandel ist vielen Westdeutschen fremd. Deshalb ist es endlich an der Zeit, die Erfahrungen der Ostdeutschen nach der Wende gesamtdeutsch zu diskutieren und endlich ein gemeinsames Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Dann würden Westdeutsche und den Unmut ihrer ostdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger über fehlende Repräsentanz in Führungsetagen sicher besser nachvollziehen und verstehen können. Und mit besserem Verständnis füreinander würde es vielleicht endlich gelingen, die mentale Trennung zwischen Ost und West zu überwinden. Denn sonst holt uns die Quotenfrage wieder ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte die zeigt, dass es nicht zu spät ist für entschlossenes Handeln. Der anstehende Generationenwechsel in ostdeutschen Führungsetagen muss unbedingt genutzt werden, um Ostdeutsche besser zu repräsentieren. Es ist eine berechtigte Forderung der Menschen zwischen Warnemünde und Hildburghausen, auch von Menschen vertreten zu werden, die eine ähnliche Lebenserfahrung haben. Die SPD-Bundestagsfraktion fordert deshalb im Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit detaillierter über die Fortschritte institutioneller Repräsentanz von Ostdeutschen zu berichten und Veränderungen aufzuzeigen. Damit aber hier ein positiver Trend sichtbar wird, bedarf es handfester Maßnahmen, um die Beteiligung von Ostdeutschen in Spitzenpositionen zu erhöhen. Und zu den zentralen Punkten gehört für uns Sozialdemokraten natürlich auch die verstärkte Ansiedelung von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland, da wo es Sinn macht. Aber auch bei der Berufung in hohe öffentliche Ämter muss eine stärkere Berücksichtigung Ostdeutscher zügig sichtbar werden. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, das ist eine Aufgabe für das Hier und Jetzt. Und die zahlreichen Studien zeigen ja auch, dass der Osten in der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin besonderer Förderung bedarf. Denn nach der Wende verlor Ostdeutschland dauerhaft seine industrielle Entwicklungsbasis.
Aber Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die bieten ja auch Chancen. Warum nicht Ostdeutschland zur Modellregion für die Digitalisierung machen? Und warum nicht zum Beispiel ein Drohnenzentrum am Altenburger Flughafen entwickeln? Das ist nur ein Beispiel. Aber lassen Sie mich noch eins sagen. Neben den nötigen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen kann auch jeder und jede selbst etwas dazu beitragen, als Ostdeutsche erfolgreich im geeinten Deutschland aufzutreten. Dazu gehört Selbstbewusstsein zur eigenen Identität und Leistung und Zutrauen zu den Aufgaben, die vor uns liegen. Und ich bin mir sicher, wir können das. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht nun Linda Teuteberg.